liebe Freunde der großen und kleinen Bahn. Ja, am Bahnhof sind wir jetzt und darum soll es heute auch gehen, und zwar um den Bahnhof Possendorf. Es gab da schon mal ein Video von mir, hier habe ich mal das Titelbild eingeblendet. Ja, heute soll es aber eben nicht nur ums Vorbild gehen, sondern auch um die Planung des Modells. Ja, und da sind wir hier an der heutigen B180. Da hinten ist ein Radweg. Das ist die ehemalige Bahnstrecke, die hier über die Straße ging. Ja, und hier ist ein 4. Klasse Fakultativwagen, der hier hingestellt wurde mitsamt einer Weiche, die nicht ganz dort liegt, wo die Weiche ursprünglich war, weil der Bahnhof ist heute ein Kindergarten und deshalb hat man die hier außerhalb des Geländes etwas nach vorn gerückt. Ja, dieser Wagen ist auch so auf der Windbergbahn gefahren. Ja, hier das Bahnhofsgebäude. Ja, ein bisschen ungewöhnlich, wenn man so die Bausätze der vielen Zubehörhersteller sich anguckt. Also da gibt es nicht, was auch nur annähernd da ähnlich ist. Ja, man achte auch auf die Steine, das ist Sandstein. Das ist auch nicht so einfach danach zu bilden. Also ich würde es ja gerne im 3D-Druck machen. Und da muss ich erst mal schauen, wie ich das hier so dreidimensional hinkriege. Das Gelbe ist übrigens ein Anbau, der jetzt also erst in der jüngeren Zeit, um also diesen Kindergarten zu erweitern. Dann haben wir hier ein Gebäude. Ja, das wird mit SCH abgekürzt auf dem Plan. Also ich weiß es nicht hundertprozentig, was es ist. Ich nehme an, da ist unter anderem auch die Toilette drin gewesen. Dafür ist es allerdings ein bisschen groß. Ja, und dann haben wir hier auch einen Blick hinter den Gebäude. Hier ist also auch noch ein Güterwagen der Sächsischen Staatsbahn, zumindest das Oberteil. Der hat sich, also wenn man den so anguckt, der hat sich gut gehalten. Der ist ja auch mindestens 100 Jahre alt. Also das ist schon nicht schlecht. Und den müssen wir dann auch irgendwie im Modell nachbauen. Das ist der Güterschuppen. Den gibt es bei mir quasi schon als 3D-Datei. Also auch der soll 3D gedruckt werden. Der passt gerade so aufs Druckbett. Und dann haben wir hinten noch so ein paar Gebäude, die es in der Epoche, in der ich den Bahnhof bauen möchte, noch nicht gestanden haben. Na, also hier unter den Güterschuppen, das sieht so richtig DDR-mäßig aus. Hier haben wir die Rampe, das ist Beton. Ich würde es allerdings, das ist eben dann die künstlerische Freiheit, nicht in Beton ausführen, sondern ja, dann mit den Spörleformen, wie ich das schon beim Steinbruch gemacht habe. So müssen wir sehen, wie wir das mit dem Pflaster machen hier. Ja, dann ist die nächste Quelle, sind eben historische Bilder in Form von Postkarten, die also früher, heute rennt ja jeder mit dem Handy rum und macht Fotos, das gab es früher nicht, da hatten nur wenige das Privileg, fotografieren zu können. Ja, und hier sehen wir die Abteilwagen, das sind nicht die von Pico, die sind erst in den 30er Jahren umgebaut worden. Das sind also ältere Bauserien, die hier, naja, gefahren sind, bevor also die Windberg-Aussichtwagen gebaut wurden. Hier noch ein schönes Foto vom Bau des Bahnhofes. Man sieht also, die Gleise nicht eingeschottert. Dann kann man sich natürlich auch noch Anregungen holen von anderen Modellbauern, die also ähnliche Projekte schon gestartet haben. Den Bahnhof Possendorf gibt es nämlich schon in H0. Die Geschichte ist jetzt, naja, nicht ganz so erfreulich, weil der Erbauer uns mittlerweile verlassen hat. Der ist also leider schon verstorben. Hier haben wir also noch seine Homepage und er hat auch einen YouTube-Kanal. Ja, die Module, die er da gebaut hat, die werden heute von seinen Mitstreitern gepflegt und weiter in Betrieb gehalten. Hier haben wir also auch hier die heutige B180 mit zwei Andreaskreuzen gesichert.
Ich werde es ein bisschen anders machen, weil ich ja will ja sozusagen noch als Länderbahn Bahnhof bauen und da es gibt es ein paar Details, die noch ein bisschen anders sind. Hier haben wir das Bahnhofsgebäude selber. Ja, Selbstbau hatte ich ja schon erwähnt. Es gibt also bei den Zubehöranbietern nichts, was da irgendwie ähnlich wäre, was man da verwenden könnte. Also ist also kompletter Selbstbau angesagt. Hier ist es eben die traditionelle Methode, mit Prägepappen die Steine nachgebildet. Aber es ist ja schon ganz nett geworden. Also muss eben sehen, ich werde es versuchen im 3D-Druck. Müssen wir mal schauen, ob das so gelingt. Ja, auch das Nebengebäude, was wir hier sehen, ist also auch schön gebaut und auch schön beleuchtet. Der Güterschuppen, also der etwas kleinere Güterschuppen, das ist ja dann später noch ein größerer gebaut worden, den es aber wie gesagt zu meiner Zeit noch nicht gab. Im Hintergrund sehen wir dann schon den Lokschuppen. Wir haben also im Moment da den Haken-Lokschuppen verbaut, der naja doch gewisse Ähnlichkeiten hat. Das ist jetzt erstmal ein Provisorium, ob das allerdings je dann ausgetauscht wird. Dann gibt es dann immer wieder neue Projekte. Das steht noch in den Sternen. So, hier haben wir praktisch das Ende des Bahnhofs. Hier ist also der große Güterschuppen, der also dann noch etwas später dazu kam. Ja, und hier haben wir nochmal die Laderampe und wir sehen, auch hier ist künstlerische Freiheit. Auch hier wurden die Spirleformen. Also Spirle-Gipsform verwendet. Ja, und dann gibt es noch die Webseite der Poisentalbahn, wo also das Bahnhofsprojekt hier auch mal, naja, vor längerer Zeit vorgestellt wurde. Und es gibt noch ein weiteres Projekt, und zwar hier von TT Filigran. Das sind wir jetzt gerade auf der Homepage. Die haben den Bahnhof Possendorf in TT gebaut. Also auch um 1900 steht hier. Und ich habe auch mal angefragt wegen den Gebäuden und habe mittlerweile die Antwort bekommen, dass die Gebäude quasi dem Kunden gehören, dass ich also ihn fragen muss. Ja, müssen wir dann mal sehen, wie wir das in den Griff kriegen und ob wir das überhaupt brauchen. Ja, und dann sind wir beim Gleisplan und bei der eigentlichen Planung. Das ist hier mal ein Bild aus dem Windbergbahnbuch vom Herrn Schubert, der also da drin diese Skizze gezeichnet hat. Ja, und das war mein allererster Versuch. Das ist schon viele, viele Jahre alt und ich habe mich da irgendwie fürchterlich vermessen, weil dieser Bahnhof hier zu lang ist. Das ist, glaube ich, noch mit Winrail entstanden. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Ja, und dann gibt es natürlich noch den Originalplan, so wie er zur Planung des Bahnhofes, also des Originalbahnhofes, gezeichnet wurde. Das ist hier aus dem Sachsenreport. Und den nehmen wir natürlich als Grundlage für alle weiteren Schritte. Der erste Schritt ist dann, diesen Plan in die heutigen Gegebenheiten mal einzufügen. Das ist also hier passiert. Die roten Striche sollten dann schon die einzelnen Module sein. Das ist aber mittlerweile weit überholt. Leider war das dann in der Grafik drin, weshalb alle folgenden Pläne dann diese roten Striche haben. Obwohl das, naja, nicht mehr der aktuelle Stand ist. Dann gab es den Versuch, im Gleisplanungsprogramm das eben nachzuempfinden. Und wir sehen es mit dem komischen Bogen hier vorn. Es ist hier zumindest in diesem Versuch nicht so sonderlich gelungen. Der Ausgang vom Bahnhof liegt ja in einer leichten Kurve. Naja, und davon haben wir uns dann verabschiedet und haben dann ein gerades Modul dran gesetzt, was wir jetzt hier sehen. Ja, dann gab es hier noch diese Episode, wo praktisch dann der Bahnhof so aufgeteilt wurde, dass am Ende so ein kurzes Stück übrig bleibt. Also wir sehen hier, die schwarzen Linien sind die einzelnen Module und das ist natürlich auch nicht so, naja, die ideale Lösung gewesen. Ja, und da ich so seit rund 20 Jahren dann herumdenke und sagen wir mal in den letzten Jahren dann ein bisschen intensiver geplant habe,
ist es jetzt ein Gemeinschaftsprojekt geworden zwischen einem Modellbahnkollegen, der auch einen eigenen Kanal hat, nennt sich dort die Schlesische Gebirgsbahn. Und ja, da hat man dann halt ein bisschen Feuer unter den Arsch gemacht und hat erstmal diese Zeichnung hier erstellt. Das hat er mit einem CAD-Programm gemacht und das ist jetzt sozusagen die Vorlage für den, also die endgültige Vorlage für den Bau. Vorteil des CAD-Programms ist natürlich, dass man hier auch viel besser die Maße abnehmen kann, als man das in einem, ja, traditionellen Gleisplanungsprogramm tun kann. Und zum Schluss haben wir hier noch eine Symbolzeichnung, die für das Bahnhofsdatenblatt gedacht ist, was also für jeden Fremo-Bahnhof angelegt werden sollte. Das habe ich also hier, ja, mit Photoshop erstellt. Das ist sicher auch nicht das geeignete Werkzeug, aber ich denke, es sieht so, wie es da ist, jetzt ganz manierlich aus. Ja, und dann wären wir schon am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Es werden sicher noch weitere Teile folgen. Und sind wir mal gespannt. Einen schönen Abend und macht was draus.